Der Traktorfahrer war sprachlos, als er im Heuhaufen etwas fand, das alle schockierte. In einem kleinen Dorf, umgeben von sanften Hügeln und endlosen Weizenfeldern, lebte ein bescheidener Bauer namens Henry. Henry war bekannt für seine Hingabe zur Landwirtschaft und seinen stetigen Einsatz auf dem Feld. Sein treuer Begleiter war sein alter Traktor, der ihn durch dick und dünn auf seinen Feldern unterstützte. Eines sonnigen Tages, als Henry gerade dabei war, frisches Heu auf seinem Feld zu sammeln, bemerkte er etwas Ungewöhnliches. Als Henry den Haufen zusammenschaufelte, blitzte etwas Helles und Zartes zwischen den goldenen Heubüscheln hervor. Verblüfft und verwirrt hielt Henry den Atem, um genauer hinzusehen. Was er entdeckte, brachte ihn zum Staunen. Inmitten des Heuhaufens lagen kleine, verängstigte Kätzchen, umgeben von warmem, duftendem Heu. Sie schienen verlassen und hilflos zu sein. Henrys Herz wurde von Mitgefühl erfüllt. Er wusste, dass er diesen unschuldigen Wesen helfen musste. Mit behutsamen Händen hob er die kleinen Kätzchen behutsam aus ihrem Versteck auf und brachte sie zu seinem Bauernhof. Entschlossen, sich um sie zu kümmern, begann Henry, die winzigen Kätzchen zu pflegen. Er fütterte sie mit liebevoller Sorgfalt und gab ihnen die Unterstützung, die sie so dringend benötigten. Mit jedem Tag, der verging, wuchsen die Kätzchen stärker und gesünder heran. Eine unzerbrechliche Bindung entwickelte sich zwischen Henry und den kleinen Kätzchen. Die Wochen vergingen und aus den einst hilflosen Kätzchen wurden verspielte und lebensfrohe Katzen. Sie sprangen um Henry herum, spielten im Stroh und schenkten ihm unermessliche Freude und Gesellschaft auf seinem Hof. Schließlich, als die Kätzchen zu erwachsenen Katzen herangewachsen waren, sah man, wie sie sich auf dem Bauernhof glücklich, gesund und voller Lebensfreude eingelebt haben. Henry, der Traktorfahrer, war überglücklich, Teil ihrer Welt zu sein. Die Geschichte von Henry und den geretteten Kätzchen verbreitete sich im Dorf wie ein warmes, tröstendes Lied. Hans hatte sie nicht nur gerettet, sondern auch einen Ort geschaffen, an dem sie glücklich und geborgen leben konnten. Ein Happy End für diese unerwartete und herzerwärmende Geschichte. In dem nächsten Video lebt ein Bär wie ein normales Haustier seit 20 Jahren bei diesem Ehepaar. Schau es dir unbedingt an.